Okay, haben wir hier irgendwas? Irgendwo haben wir doch so einen Wackelkopf. Oh ja. Das ist mir echt furchtbar. Dafür muss ich mir das erst angucken. Das ist mir echt furchtbar. Hätte ich mir auch vorher nicht denken können. Truhe brauchen wir noch nicht. Haben wir hier. Karte. Wir haben noch nicht herausgefunden, wenn man sich die Karte anschaut. War das in Mitte? Ah! Der große mittlere Knopf war es für die Karte. In die Garage weiß ich, muss ich. Da ist da müssen wir einmal mit dem Faddy ringen. Aber wo war das mit dem Polizisten? Krieg ich vom Polizisten nicht das Messer? Guck mal, Dietrich. Hätten wir vorhin gebrauchen können. Aber ich höre. Das ist doch so eine Figur, die ich da höre. Oder bilde ich mir das ein? Da, guck mal. Ach so, ja, ohne Waffe wird das halt nichts. Der macht sie auch so nicht kaputt. Wir haben gespeichert. Wo ist das Telefon? Ich glaube, das ist jetzt weiter weg. Telefon, 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 Telefon. Hier wird es wieder leise. Im Serverroom ist eins. Ja? Gehen wir da nochmal hin. Gut, dass ich dich hab, dass du mir sagst, wo ich hin muss. Ah, hier ist auch lauter, ja. Ah, guck mal, da. Nehmen wir das Telefon so lang. Was war meine Pizza? So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Ja, ich hatte auch nicht wirklich geplant, länger hier zu bleiben wie nötig. Aber nett, dass sie uns das nochmal sagt. Finde ich auch. Nett. Nette Frau. Für ein Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie alt ist sie eigentlich. Ist sie eine Frau oder schon Mädchen? Andersrum. Ist sie noch Mädchen oder ist sie schon Frau? Ah. Wir bringen alles mal durcheinander. Jetzt aber, Polizist, komm. Ich will das Messer haben. War der hier? Da ist die Figur zum Kaputtmachen. Ja, nee, habe ich ja nicht. War das hier an der anderen Seite? Guck mal, da ist ein Polizist. Ja, bin dabei. Keine Hektik. Ich komm schon. Sie haben sehr lange auf sich warten lassen, Herr Polizist. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Hey. Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe... Ich habe hier eingebrochen. Wollen Sie mich nicht rausholen? Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ja, die habe ich alle geklaut. Das war ich. Daran beteiligt ist. Okay. Ich sag ja, aber ich hole mich jetzt hier raus und nehme mich fest. Das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Wahrscheinlich. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder ich glaube, das ist sowas von egal. Einen Schub kriegen. Hey, wir kriegen Güte, aber ein Taschenmesser.
Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Ja, ja. Ich werde mich eilen. Ich mache nur kurz zwei Sachen kaputt. Kann ich verteidigen. Immerhin hast du jetzt was. Beschwer dich nicht. Ich hätte auch lieber die Pistole. Ich dachte, der Fadi rennt hier ja noch durch die Gegend. Aber ich bin jetzt direkt in der Garage. Kann ich mich heilen, ohne dass ich dann... Ja, ich heile mich vor der Garage. Hier war doch irgendwo die Figur, aber in welchem Regal war das Ding? Ja, das war hier unten, da. Er muss schon treffen, danke. Na komm, ich sicherheitshalber nochmal gespeichert. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Aber den Kampf müsste ich noch hinkriegen. Der ist jetzt nicht so schwer. Den mit dem Doppelkettensägenteil, der ist fies. Und hier hinten. Da war auch noch ein Wackelkopf-Gedöns. Ja, du musst auch treffen. Danke. Dann haben wir nur noch das Zeug in der Garage. Ich könnte schwören, der Fadi rennt hier durch die Gegend. Der wartet jetzt nicht in der Garage auf uns. Aber anscheinend tut er das. Oder vielleicht, weil ich auf Leicht spiele? Kann das sein? Ich habe irgendwie das in Erinnerung, dass er hier noch rumläuft, wenn ich in der Garage will. Oder er steht ja eigentlich in der Garage jetzt. Achso, X drücken. Nicht draufhauen. Aber geht ja gar nicht, weil er steht ja in der Garage. Er macht ja jetzt was mit dem Polizisten. War ein Denkfehler von mir, sorry. Das kann nur schief gehen. Herr Polizist. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Gut. Warum sind Sie hier draußen als Polizist? Ich will mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Tor auf! Wie sauber der ist abgeschnitten. Das ist ein guter Spahn. Wer wollte nur helfen? Ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Ah. Halt, warte. Ja, ohne Schlüssel. Ich hab den Schlüssel vergessen. Sorry, Fadi. Lass mich nochmal raus. Ich muss den Schlüssel suchen. Ah, guck mal, hier haben wir direkt gefunden. Oh, Fadi. Ja, lass mich jetzt. Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Ja, ich fahre jetzt einfach. Hallo, würdest du bitte in das Auto steigen? So was. Hallo, jetzt steck den Schlüssel da rein, dreh um und fahr. Oh, nochmal! Oh, ich krieg dich nochmal! War das schon? Muss ich nicht ein paar Mal drüber fahren? Ah, da ist er! Hallo, ich bin der Fahrer, ich sag mal Blanke. Scheiße! Beenden wir das, du und ich. Oh ja, wollen wir eine Spritztour machen? Nein, ich würde hier gern. Scheiße! Ein Wunder, dass wir das hier überlebt haben. Voll ausgeduckt. Fadi geht's nicht so gut. Ja. Shit happens.
Wir sind auch schon ziemlich unkaputtbar. Ja, bitte nehmen die mit. Und wir tun jetzt mal so, als hätten wir das nicht gesehen. Und irgendwo hier. Oh Junge, schau, was du angestellt hast. Ach so, da war er. Würdest du bitte aufstehen? Komm jetzt! Aufstehen! Ah, da ist die Treppe. Die habe ich gesucht. Ja, würdest du da... Hallo? Danke! Habe ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! So, können wir jetzt in Ruhe einfach die Treppe hochgehen? Fadi hat ja gar keine Lust mehr mit uns zu spielen anscheinend. Ich glaube, jetzt lässt mal Zeit für nee, das hier. Oh, ich habe keine Heilmedizin. Okay. Da ist eine Ochse. Ja, Schraube abdrehen. Und dann klauen wir uns den Ochsen. So. Erstmal mit dem Messer rumlaufen. Ich will nicht unnötig Munition erstmal vergeuden. Noch geht's. Noch haben wir so viele Gegner. Und kann ja auch Sachen draufschlagen. Hier ist die Garage an sich. So, da drüben hin. Kannst du nicht, okay. Ja, dann gehen wir mal zu dem. Ah, das Tor. Hier, das Tor. Ich sag ja jetzt, wo gehen wir denn hin? Die Garage ging ja jetzt nicht mehr. Das Dörche zu. Hier ist ja auch noch. Da kommt ja das Figürchen rein. Da. Der kommt da rein. Und schon funktioniert das. Eine schöne große Halle. Muss ich gucken. Ah ja, hier. Panzer. Shoot me. Nee, ich shoote dich nicht, weil ich mich Munition sparen. Wir können kombinieren. Das hier. Ja, einmal. Aber noch sind wir gar nicht so verletzt. Das Ding ist noch grün. Ist noch okay. Ein bisschen Schießpulver. Eine alte Münze. Telefon. So, was machen wir bei Pizza? Mein Daddy ist dir schwer gemacht. Das ist dein Vater? Ja. Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Ja gut. Ich bin nicht sehr schockiert, dass wir einen Vater gemordet haben. Wir brauchen immer noch Schlüssel für nach draußen. So weit hat sich nichts geändert. Achso, hier waren es die drei Köpfe, dann kann ich in den Garten. Ich glaube, die muss ich jetzt suchen. Da ist ein Skorpionsschlüssel. Skorpionsschlüssel! Den habe ich noch nicht. Rumpendeln, ja, den nehmen wir mit. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wofür wir das brauchen, aber da haben wir es mitnehmen können. Wir haben es brauchen. Jetzt Personen werden vermisst. Das ist ganz schrecklich, ganz schlimm, furchtbar. Was haben wir hier? Flüssige Chemie. Nice. Das ganze Ding noch in die Luft geflogen ist. Das war das Schattenspiel, da brauche ich irgendwas. Habe ich irgendwas? Nee. Aber ich hätte was in die Kiste tun sollen. Die Münzen oder so. Ich nichts mehr mitnehmen.
Dietrich. Na, ich könnte theoretisch eine Sache nur mitnehmen. Kann ich Chips mitnehmen? Nö. Die Verderber. Okay, die Flinte kann ich auch nicht mitnehmen. Da muss ich ja was hinstellen zum Austauschen. Habe ich aber noch nicht. Wo gehe ich jetzt als erstes lang? Ich glaube, ich gehe erst unten. Ne, unten ging nicht. Unten war das Schattenspiel. Das kann ich nicht machen. Das ist zu, das ist zu, das ist ein Schrank. Da komme ich her, da will ich jetzt nicht hin. Na gut, müssen wir doch nach oben. Oh, ist die fette Dame. Er hat keinen Bock mehr bei Harry Potter zu sein. Die ist jetzt hierher gezogen. Ambiente ist auch viel angenehmer. Hier gibt es immer keine Todesser. Hier gibt es so komische Pilzmenschen. Hi, Omi! Na, lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Ja. Stimmt, das ist nicht so geil. Dann. Grüße. Ja, hier war ja. Ach ja, war das Lukas sein Zimmer oder sein Killerzimmer. Ich will den Helm. Lass mich den mitnehmen. Welches Hobby des Vaters, ja. Vater steht auf Baseball, warum auch nicht? Hat sogar ein Baseball eingerahmt. Vielleicht war das ja sein allererster. Den will er unbedingt fotografisch festhalten. Oh, da ist was. Kraut. Mutti ist draußen. Da ist sie. Guck mal hier, geht spazieren. Okay. Die Liebe ist. Ah, hier, Münze. Ich höre noch so ein Klapperding. Wo bist du? Ah, guck mal. Ah. Geht doch. Statue? Nice. Noch ein eingerahmter Football. Nice. Ah, da kann ich noch nicht rein. Da brauche ich einen Schlüssel für. Skorpionschlüssel brauche ich für. Den habe ich auch nicht. Den kriege ich später. Ich dachte, das wäre eine Leiter. Ich habe mich gerade gewundert, seit wann war hier eine Leiter? Aber die ist ja bei dem Lukas. Hey! Mia! Guck ich mir gleich an. Da ist zufällig auch direkt ein Dings. Wir müssen das nicht weit tragen. Danke. Ethan, wenn du dies findest. Ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist. Danke für das Vertrauen. Ach so, das war anders gemeint. Ich will, dass du weißt. Das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Oh nee, das war das, wo ich wegrennen muss von der Alten. Ich darf mich wieder erwischen lassen. Doch gut, sie rennt erstmal weg und dann bringen sie uns das Tape zurück. Oder hat die Mutti das gefunden? Nee, die Mutti hat das, glaube ich, gefunden. Hallo? Häng noch mal an der Wand fest? Da. Ach so, das ging nicht. Hier drüben, Mami. Hallo! Ja, es ist schwierig. Ich komme da nicht rüber. Und da kann ich. Ja, nö. Oh, herrlich hier. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Was? Ja, wieso machst du die Tür nicht auf? Du warst ein böses Mädchen.
Mädchen. Ja, ey, hast du davon, dass du die Tür nicht aufmachst? Okay, wir bringen es doch nochmal. Wie sie ist eigentlich von da hinten jetzt nach vorne gekommen? Ist sie einmal ins Haus gerannt, die Mutti? Okay. Ich will gucken, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Funktioniert das? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Komm nicht um die Ecke, geh einfach weiter geradeaus oder dreh dich um. Wo ist er? Ich sehe das Flackern noch. Okay, ach, hier. Ich will die Tür aufmachen. Dies ist eine Gabe. Speichern. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es mir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht oder kümmert es dich einfach nur nicht? Na komm, geh weiter. Bleib da nicht so lange stehen, es wird nicht besser dadurch. Geh einfach raus. Nee, geh nicht raus, geh weg! Ich weiß, dass sie etwas planen. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Ich hätte mich vielleicht hinter die Tür stellen sollen. So gucken. Nein, nein, komm nicht hierher. Ich möchte die Tür stellen. Es ist nicht gut im Suchen vielleicht. Komm, geh zurück und such woanders. Such im Wohnzimmer oder so. Ich wette, sie ist im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wo die Alte steht. Ist sie noch hier? Steht die da vorne? Oh, sie ist da. Hinter der Tür brauchst du nicht suchen, habe ich schon geguckt. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Oh, jetzt geh weiter. Oh, ich könnte noch was aufheben. Geh weiter! Ich bleib da nicht stehen! Wir öffnen unser Zuhause! Wir ich hab nicht drum Land? Gebeten! Ich hab nicht drum gebeten! Und was machst du? Okay, Gasbrenner oder wie? Sofort? Was ist das? So, Mutti ist endlich fort. Schattenspiel. Okay. Nee, noch nicht ganz. Ach komm, das ist nah genug dran. Geht doch. Ja, wahrscheinlich mit dem Gasbrenner. Ich habe keine Ahnung, warum ich wieder gucken soll. Ich dachte, ich finde irgendwas. Habe ich in den. Nein, da ist das Ding. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Einmal durchquetschen. Die Mutti passt da nicht durch, die ist zu fett. Noch nach oben gucken. Ah, hier kann ich gucken, wo die Mutti ist. Da ist sie schon mal nicht. Aber die taucht da bestimmt auf. Ich hasse solche Dinger, wo du warten musst. Du musst mir warten, dass die anderen wechseln. Du kannst nichts tun, außer dumm da stehen.
Okay. So, meine Kleine, ich bin auf der anderen Seite. Wo bist du hin? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt noch mal. Ah, oder ich wusste. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Kannst du mich nicht einfach gehen lassen? Nur ich gehe auf die andere Seite wieder raus. Kannst du mich mal gerne haben. Kann ich mal wieder durchs Fenster gucken. Ich mag euch nicht. Ich will gerne hier weggehen. Ihr könnt mich auch gerne enterben. Es ist vollkommen okay. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du pass verdammt nochmal nicht auf. Es muss die Mutti wieder gehen. Die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen. Miststück. Ja, ich muss ja immer nur länger leben wie sie. Also das ist schon okay. Lass mich einfach gehen. Was dein Problem ist. Deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, dann lass mich doch gehen, wenn ich dich so nerve. Sag, du kannst mich ruhig enterben. Da habe ich nichts dagegen. Hauptsache, lässt mich aus der Bruchbude raus. Warte mal, es sind doch die Mia gerade. Wir sind ja gar nicht verwandt. Also egal. Kann mich nicht immer. Ich habe keine Erbe, was ich kriegen kann. Also was soll's. Ist sie noch da oder nicht? Ich höre sie. Bleib genau da, du kleines... Ja, reg du dich mal nicht so auf. Ich halte dich ja nicht auf beim Spielen. Du stehst mir immer nur im Weg rum. Renn die jetzt im Kreis oder geh die auch irgendwann wieder weg? Aber durch und wieder zurück. Ein bisschen Zeit vergangen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wirklich. Oh nein, ist sie wieder da. Muss ich jetzt wieder warten, bis sie vorbeigeht zum Rätsel lösen? Dich alte nervt.